Ich wollte ja gerade sagen, ich könnte diesem Spiel hier mit Amnesia 1-Logik begegnen. Von wegen, in den ersten Minuten wird schon kein Monster auftauchen, weil das würde das Spiel dem Spieler nicht antun. Die Geräusche, die hier passieren unter anderem, sind natürlich alle Skriptsequenzen, weil, ja klar, da oben könnten jetzt Kinder rumlaufen, das ist nicht unmöglich, aber im Endeffekt, Moment, mein Buch leuchtet auf. Wenn mein Buch aufleuchtet, muss ich es lesen. Nein, verdammt, zurück. Dachböen und Kinderkrippen. Als Säuglinge schliefen sie doch auf dem Dachboden. Was hat ihr denn für Eltern? Vielleicht haben sie sich jetzt dort versteckt. Ich erinnere mich, dass ich darauf bestand, auf mittlerem Wege zwischen meinem Schlafzimmer und meinem Büro. Also was? Ich erinnere mich, dass ich darauf bestand, auf mittlerem... Entschuldigt, macht dieser Satz irgendeinen Sinn? Ich weiß nicht, bin ich gerade... Oh, meine Kamera hat irgendwie so ein leichtes Problem mit dem Fokus, wie es scheint. Oder es liegt an der... Hi, Kamera. Nimm mein Gesicht in Fokus, erkenne mein Gesicht. Okay, muss reichen. Also ich werde jetzt die Kamera nicht nochmal umstellen. Das, auch wenn es eigentlich ein verdammt guter Camcorder ist, das Ding hier, ist es... Ich werde das jetzt nicht noch mehr einstellen. Besser krieg ich es nicht mehr hin, tut mir leid. Macht dieser Satz irgendeinen Sinn? Ich erinnere mich, dass ich darauf bestand, auf mittlerem Wege zwischen meinem Schlafzimmer und meinem Büro. Hä? Ich verstehe es nicht. Also ich soll wohl darauf. Können wir uns darauf einigen. Gut, dann gehen wir halt darauf. Was habe ich schon zu verlieren, außer meinem Kopf, meiner Seele und... Was? Ja, bin ich dieser böse Mann oder... Ah, meine Lampe! Hilfe, Weg der Dunkelheit finden. Aktivieren Sie über F und passen Sie auf, dass Sie keine Lichtstrahlen ungewünschte Aufmerksamkeit auf mich auf sich ziehen. Okay. Ich höre Musik und ich will mal die Lampe austesten. Ja, das ist eine gute Lampe. Das ist wirklich eine Lampe, so wie sie es gehört. Kann ich die Kiste hier wegziehen? Kann ich über die Kiste rüberspringen? Kann ich sie... Ich will die Kiste hier rausziehen, verdammt, aber die keilt sich gerade. Gott! Ach, warte mal, rotieren? Kann ich sie vielleicht rotieren? Nee. Was steht denn da drauf eigentlich? Bird Brand. Okay, Vogelalkohol. Warte mal, ist da was? Nee, nur weitere Kisten. Ja, ich hab... Warte mal. Zum Schieben schweren halten Sie Maustaste, während Sie... rechts über die starken Stoß in Blickrichtung durch. Ich höre Füße. Ja, warte mal, dann muss ich doch darüber, oder? Kann ich hier raufklettern? Ach, wisst ihr was, Leute? Vergesst es, ich gehe jetzt nicht zu dieser blöden Kiste, die nervt mich. Erkunden wir erstmal den Rest von diesem, Speicher. Oder so. Mir macht gerade die Wortwahl des eben Gesagten ein bisschen Sorgen. There's a bad man coming. Bin ich damit gemeint oder jemand anders? Das ist schöne Musik. So Kindermusik in der Dunkelheit ist immer toll. Warte mal. Okay. Wenn man in die Hocke geht und aus der Hocke springt, dann bleibt der Charakter danach stehen, anstatt wieder in die Hocke zu gehen. Also, es ist nicht die... Ich guck nur da runter. Ich will nicht, dass da gleich jemand unten in der Halle steht. Es ist also nicht die übliche... Wie heißt das? Deshalb will ich mitnehmen. Shooter-Logik. Weil wenn man ja in einem Shooter sich hinhockt, genau, mit Steuerung, so wie es ja gerade steht... Ah, hier haben wir kleines Bärchen. Und dann springt, dann bleibt man ja danach wieder in der Hocke. Los, Teddybär, grinst mich an. Du bist böse, oder? Da verhalte ich dich falsch rum. Na gut.
Haben wir irgendwas? Ja, hier liegt eine Seite rum und schon wieder eine Bibel. Die wievielte Bibel ist das hier in dem Haus? Edwins und Enochs Tagebuch. Ja, das scheinen wohl unsere Kinder zu sein. Am 11. Oktober 1899. Papa sagt, dass es dieses Jahr kein Weihnachten gibt, weil er zu viel zu tun hat. Das Kindermädchen sagt, dass wir ihn nicht stören dürfen, weil er immer so beschäftigt ist. Wenn sie uns aufweckt, ist er schon zur Arbeit gegangen und oftmals kommt er erst zurück, wenn wir schon schlafen. Im Garten haben wir einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel gefunden. Wir haben ihn dem Kindermädchen gegeben, die ihn ein schmutziges Ding nannte und ihn mit dem Nudelholz erschlug. Böses Kindermädchen, also das würde bei mir rausfliegen. Später, als alle schliefen, schlichen wir uns nach unten, um den Leichnam zu begraben. Das ist okay. Im Garten war ein Schwein, wir konnten es schnüffeln hören. Dann kam Papa und sagte, dass wir sofort reinkommen müssten. Er war außer sich vor Wut, aber wir glaubten, dass er wieder geweint hat. Ach, ich weine? Oh, das finde ich nicht gut. Gott, das ist so blau! Ich weiß ja nicht, was das Spiel hier für ein Problem hat, ob der Typ hier wirklich ein Säufer ist oder so, aber guck mal, die ganze Umgebung ist dunkelblau. Ich dachte, wir bewegen uns hier in einem dunklen Spiel. Na. Das kommt mir alles ein bisschen spanisch vor. Kann ich da hoch? Da oben ist nämlich irgendwie was. Also Kletterfähigkeiten hat der feine Herr ja aber noch nicht geerbt. Ah, jetzt geht's ein bisschen. Ich komme nicht ganz überall hin, wo ich hin möchte. Da oben ist ein Rohr. Ah, die Musik hat aufgehört. Ist das jetzt gut oder schlecht? Seit wann ist in dem Spiel hier irgendwas gut? Also wenn... eine Säge. Ich meine jetzt nicht von der Qualität her, aber... Und da ist die Musik wieder. Hallo Musik. Ich hab dich schon vermisst in den 5 Sekunden, wo du weg warst. Na gut, es muss diese Kiste hier sein. Nee. Kann ich dich vielleicht da reinschieben? Ah, okay. Ja, ich kann... Und jetzt steht sie gerade, jetzt müsste ich sie rauskriegen. Oh mein Gott, war das wirklich so beabsichtigt? Das war ein bisschen komisch. Und schon wieder diese komische Schweine. Es gibt sogar unterschiedliche Schweinemasken, merke ich gerade. Die haben andere Farbgebungen, glaube ich. Okay. Ja, speichern kann ich ja nicht groß. Wartet, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, bevor mir einer nachsagt, dass ich das aus Angst tue jetzt, aber... ja, einmal kurz den Stift umdrehen. Wie es da gerade steht. Speichern und beenden oder beenden. Von daher, ich kann nur speichern, genau wie im ersten Teil, wenn ich... jetzt das Spiel ausmachen würde. Und ich habe mal gesagt, ich glaube so... eine Stunde pro Nacht, wenn ich es gerade schaffe. Es ist jetzt noch nicht ganz Nacht draußen, gebe ich zu, aber... Gott, ist das dunkel, ey. Entschuldigt, wenn mein Gesicht nicht so gut zu sehen ist, aber... Wie gesagt, ich werde es nicht besser hinbekommen. Es ist jetzt gerade gleich 20 Uhr und 40 Minuten muss ich noch, von daher... Mal gucken, ob das klappt mit der einen Stunde pro Nacht. We're hiding, Daddy. Schön für euch, soll ich euch jetzt suchen? Ach, wie schön, Kinderbettchen. Die mich... Ja, fick dich, Schwein. Fick dich. So leicht kriegst du mich nicht, Schweinchen schlau. Jetzt muss ich dich hier den ganzen Weg rausziehen, oder wie? Kann ich hier rüber? Nein. Oh, das ist doch doofe Rätselei hier. Geh weg. Geh weg. Geh da in die Ecke, komm. Böse Kiste. Geh mal da in die Ecke. Oh. Ich habe gerade echte Probleme mit dieser Steuerung hier. Ich weiß eigentlich, wie sie funktioniert, diese kontextsensitive Irgendwas-Steuerung oder wie man es nennen soll, aber... Ah, jetzt krieg ich sie hier durch. Aber ganz ehrlich, das ist doof gerade. Oh. Ich will hier rüber. Lass mich weg. Blöde Kiste. Danke. So. Was haben wir denn hier? Hier ist der Fußboden auf einmal mit Teppich belegt. Hier haben wir eine weiße Hauswand. Ach, Moment mal, sind wir irgendwie im oberen Stockwerk, wo festgebaute Zimmer sind? Das ist nicht unmöglich, es ist ein bisschen komisch. Aber nicht unmöglich.
immer schön die Türen zumachen. Denn wir wissen ja, wenn irgendwo mal ein Monster kommen könnte, was ist das? Keine Ahnung. Dann ist es besser, wenn es auf eine verschlossene Tür trifft. Bist du das, der die Musik spielt? Nee, du stehst still. Okay. Noch ein Teddybärchen. Hi, wie geht's dir? Hm. Nägel, Hämmer. Ah, ich glaube, ich erkenne es gerade. Guck mal hin. Halt die Klappe. Halt die Klappe! Du quietschst oder schreist ein bisschen zu oft, was auch immer du da gerade von Geräusche gibst. Ach, egal. Das Zimmer hier ist in der Renovierung. Ich sehe es gerade, weil Tapete hier ist noch nicht fertig. Hier drüben, das könnten Tapeten sein, die hier rumliegen. Heizung steht hier in der Ecke so ganz profan. Also das Zimmer hier ist noch im Aufbau gewesen, offenbar. Würde ich mal so vermuten, von daher. Okay. Okay, okay, okay. Was ist mit dem Zimmer hier? Das sieht schon ein bisschen erwachsener aus. Aber nicht zu Leute, guckt, ich weiß nicht, bin ich gerade der Einzige? Guckt euch das mal an. In dem Spiel geht's um Horror, ich weiß. Aber Gott, ist die Kameraqualität gerade scheiße. Das ist ja schlimm. Ich hab nicht mal eine Ahnung warum. Warte mal. Hier, Kamera, hier. Au. Heiß. Kamera heiß, au. Nein, Kerze heiß, au. Au. Kerzenwachs auf Finger heiß. Au. Heiße. Verdammt nochmal, egal. Das sieht zu pixelig aus, das ist doch widerlich. Au. Also, ich weiß, es geht um Grusel und wir hatten auch schon andere Spiele, die ein wenig gruselig waren, ohne dass sie groß Grafik hatten. Downfall war ein gutes Beispiel dafür. Aber, ganz ehrlich, das hier ist nicht, das ist nicht Downfall, das hier ist ein Studio, was eigentlich ein bisschen Grafik hinkriegen sollte. Ein bisschen mehr als das hier, meine ich. Überall liegen diese blöden Bibeln rum. Ja, falls jetzt irgendwelche Gläubigen gerade zugucken, irgendwelche Freunde der Christenschaft, das kann mir relativ egal sein. Ich bin zwar nicht Atheist, aber an Gott glauben tue ich auch nicht wirklich, von daher schön für euch, aber in diesem Haus liegen zu viele Bibeln rum. Ich meine, guck mal, was ist das denn hier? Kann man das lesen? Nee, ich kann es nicht lesen, tut mir leid. Das kriege ich nicht gelesen. Auf jeden Fall, in fast jedem Zimmer liegt hier eine Bibel rum. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass das gut ist. Kann ich die Bibel anheben? Hä? Oh, Sekunde, ich kann diese... Hui, die fliegende Bibel! Hui! Hui, sie macht Saltos! Hui! Was? Warum kann ich diesen komischen Untersetzer hier bewegen? Warum? Guckt euch das an! Was kann ich jetzt damit anfangen? Kann ich hier irgendwelche Bücher durch die Gegend schieben, wie gerade eben? Ja, Tatsache, es geht. Irgendwie geht das. Warum ist dieses... Ich weiß, ich gammel gerade rum, auch ein bisschen aus Angst, das gebe ich zu, aber... Warum kann ich dieses eine Item hier auf dem Tisch bewegen und die Flasche zum Beispiel, warum kann ich die nicht bewegen? Warum kann ich das Buch nicht bewegen? Warum kann ich das Glas nicht bewegen? Ach, es macht irgendwie keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Na gut. Es muss keinen Sinn machen, damit wir hier vor Angst uns in die Hosen machen. Denn manchmal ist Logik halt nicht zu angsteinflößend. So, da haben wir's. Jawohl. Bin doch da. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ihr seid, aber ich bin hier. Und offenbar habt ihr alle Türen zugemacht, ihr Schlingel. Ihr kleinen Satansbraten. Die 1-Million-Dollar-Frage. Wann kommt das erste Monster? Und was zum Teufel ist das erste Monster?
Ich habe zwar im Trailer... Böse Tür, bleib zu. Durch Musik. Ich habe zwar schon im Trailer gehört, dass es hier Schweinequieken gibt, aber... Wie gesagt, wenn es hier jetzt auch Schweinemonster nachher gibt, dann könnte das leicht übel werden für mich. Nur ganz leicht. Junge spielt Klavier. Was ist das hier? You don't mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful Martinvilles. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, why the Ministry sent me. That they have concerns. Okay. Das scheinen wohl sowas wie Bioshock. Tonbänder zu sein. Oder so, also Ergänzung zu den Briefen sozusagen in Tonform, die Daniel vorgelesen hat. Ist nicht die doofste Idee. Pyramide oder sowas in der Art. Aber ich mache mir doch ein wenig Sorgen, wie sie das später gut platzieren wollen, wenn wir wieder in irgendeiner Art Kanalisation oder sowas unterwegs sind. Wie im ersten Teil. In der Kanalisation des Schlosses. Dann... Will ich nicht wissen, was da so ein Grammophon oder wie das heißt zu suchen hat. Hilfe? Fuck! Ich hatte gerade ganz gleich meine Gänsehaut. Fickt euch! Kann mal jemand an die Tür gehen? Es klingelt! Ah! Oh. Das Bild ist runtergefallen. So, einiges runtergefallen. Ja, und da hängt eine Flinte über dem Kamin. Ich hole mir jetzt eine Flinte, ich will Monster erschießen. Jetzt weiß ich, warum hier... Noch eine Lampe. Ich will die Flinte, da ist ein Gewehr! Da, gib mir das Gewehr! Ich will das Gewehr, Mann, fuck. Jetzt weiß ich, warum die hier alle Schränke so versiegelt haben. Das ist eine Erdbebenversicherung. Deswegen ist hier alles dicht. Die wollen nicht, dass alles rausfällt, wie hier bei den Bücherregalen. Wie auch immer die Bücher hier alle so schön einer Reihe stehen bleiben konnten, wobei die Bilder runtergefallen sind bei diesem Erdbeben. Fuck. Ich werde mich so tierisch über dieses Spiel aufregen. Einfach nur, weil das meine Art ist, mit dem Horror umzugehen. Ich merke das gerade. Hi, wer bist du denn? Du, also abgesehen, Madame, bitte bedecken Sie sich. Also ich weiß ja nicht, ob Sie gerade am Stillen waren oder sind oder ob Essen sind, aber allein schon vom Gesichtsausdruck her, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie das bewusst machen mit Ihrer linken Brust oder, ach egal. Was haben wir hier eigentlich noch für Bilder? Das interessiert mich jetzt gerade ein bisschen. Was ist zum Orca ist das? Das ist da unten ist ein Mensch? Das da oben ist auch ein Mensch? Also entweder bin ich gerade ziemlich blöd oder ich kann nicht erkennen, was das darstellen soll. Ach, das ist auch eine Person, die da rüber geht. Könnte ein Toter sein. Nee, beim besten Willen nicht erkenne ich, was das Bild darstellen soll. Es sind aber coole Sachen, die hier teilweise dargestellt werden. Hier haben wir eine Art... Vielleicht ein Schwan? Ein Schwan oder eine Gans mit einer Frau, wieder mal halbnackt? Wobei der... Ruhe... Ich guck gerade Bilder an, ich genieße hier die Freizeit, die ich habe. Wobei der Kopf viel zu klein ist für diese Dame. Ja, ich gehe ja schon weiter. Ich versuche ein bisschen was von dem Spieldesign zu genießen, das müsst ihr mir lassen. Ich weiß, darum geht's nicht in puncto Horror, aber... Auch wenn es hier ein bisschen pixelig ist, das muss man den Entwicklern schon lassen. Der Stil dieses Hauses ist relativ gut eingefangen, finde ich. Und ja, ich werde wahrscheinlich 80% des Spiels in der Hocke verbringen. Einfach weil ich mich aus Rollenspielen schon sicherer fühle, wenn ich mich in der Hocke bewege, als Schurke.